Guitar Summit Besucher, liebe virtuellen Guitar Summit Besucher. Ich hätte euch wirklich gerne in Person getroffen. Ich wollte letztes Jahr auch schon da sein, konnte aber da nicht. Und dieses Jahr ist es jetzt wieder nichts geworden. Immerhin jetzt virtuell, aber das ist ja auch irgendwie nur so der halbe Habicht. Für mich ist es ganz komisch, ich spreche jetzt einfach hier nur in so eine Kamera rein. Da muss ich mich nur dran gewöhnen, weil als YouTuber bin ich nicht ausgebildet. Aber ich werde mein Bestes geben. Und drüben in der Regie sitzt mein Kumpel Roland, bei dem ich hier im Studio bin, in den Harddrive Sound Studios. Da haben wir schon mal ein Tutorial neulich gemacht und sonst auch viel Musik aufgenommen. Roland, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Das ist schön. Der Roland ist, wir sind hier zu zweit und machen jetzt eben einen kleinen Workshop mit diesem Gerät hier, über das Two Notes Torpedo Cab. Natürlich Corona-konform. Corona-konform, versteht sich von selbst. Wir sind in zwei verschiedenen Räumen hier sogar untergebracht. Okay, danke Roland, dass du mich jetzt so aus dem Konzept gebracht hast. Okay, also zurück zum Torpedo, Two Notes Torpedo Cab, eine Speaker-Simulation. Ich habe das heute mal, also wir beide haben ja schon ein anderes Tutorial, das es zu sehen gibt, gemacht neulich, wie gerade schon erwähnt, aber mit dem Torpedo Studio. Diesmal jetzt diese kleine Version, diese Pedal-Version, die aber auch schon sehr viel kann. Ich habe heute den Blackstar HT5 mitgebracht. Einfach, also hauptsächlich aus dem Grund, weil ich zu faul war, mehr hier rüber zu schleppen. Es ist zwar nicht weit, aber die Straße ist sehr breit. Stimmt's, Roland? Ja, so ist es. Okay, und beim letzten Mal hatten wir schon diesen quietschenden Hocker hier moniert. Hatte ich schon moniert, der ist aber immer noch nicht geölt. Aber da müssen wir jetzt durch, oder? Der andere ist ja zu hoch für dich. Achso, der andere war zu hoch, ja. Ja, aber den hätten wir noch trotzdem mal ölen können. Ja, aber... jetzt gerade läuft es gerade nicht so gut. Okay, also, Spaß beiseite. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Also, Two Notes Torpedo Cab. Ich lasse hier auch schon den Screen Capture mitlaufen. Der lässt sich super bedienen über diese App, die da mit dabei ist. Da lassen sich natürlich auch Caps ständig nachladen. Ich habe hier so die Standardausstattung drin und habe da eigentlich nichts groß gemacht bis jetzt. Wie gesagt, der HT5 ist dran. Wir haben hier auch an meine 2x12-Box ein SM57 angeschlossen und wollten uns das mal im Vergleich auch anhören. Also mit dem SM57 klingt es ungefähr so. So klingt das. Ich freue mich immer wieder, wie schön der HT5 eigentlich klingt. So ein kleines Mini-Top hier, aber voll Röhre. Klingt wirklich schön. Und jetzt habt ihr so einen Eindruck bekommen, wie das mit dem SM57 klingt. Jetzt gehen wir mal, ich habe hier noch ein paar Notizen mir gemacht. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas vergesse. Ach so, natürlich. Hallo, habe ich schon gesagt, virtuell, Two Notes, genau, mein Setup natürlich, eine ESP M2 Custom mit einem Floyd Rose, mit einem Dimarzio Deactivator Pickup, einem Volume Poti, der lässt sich splitten, das benutzen wir heute aber überhaupt nicht, und was ich noch erwähnen wollte, der Body ist Sumpfesche, also die klingt ziemlich knallig und höhenreich, weshalb ich beim Amp eigentlich immer ziemlich wenig oder die Höhen ziemlich runtergedreht habe, hier jetzt gerade auch, also so circa 12 auf circa 12 Uhr. Die Gitarre hat eine ziemlich harte Ansprache ist sonst eigentlich wenig Schnickschnack dran. Es geht aber, ich gehe auch hier direkt
ins Topteil, von dort über diesen Torpedo Cap in die Box, beziehungsweise aus dem XLR out in Rolands Rechner. Stimmt's, Roland? So ist es. Wer ist noch da? Schön. Okay, also wir hören jetzt, ich habe mal so ein Setup hier eingestellt, wir hören jetzt eine britische Vintage 30, also britische, eigentlich eine Marshall Box mit Vintage 30 Speakern und einem auch eben nur, ich schalte mal kurz, genau, ich hätte da noch so einen Ribbon an, einfach auch ein SM57 und hören uns das mal an. Also, wir haben es, ich gebe es zu, wir haben es vorher kurz ausprobiert. Es klingt eigentlich schon ziemlich ähnlich. Unterschiede gibt es natürlich jetzt noch in den Speakern. Ich scroll einfach mal durch ein paar. Also, meins war die Vintage 30. Kommt zum Beispiel so eine Brit Mega. Dann haben wir, es sieht aus wie Brownie Back heißt die, wie vielleicht so eine PV Van Halen Box oder so. Dann haben wir eine Mesa Box. Dann haben wir zum Beispiel, was soll das hier sein? Free Rock? Dann kommt noch eine Hairband. Das ist eine, das sieht aus wie eine alte JC macht 104x12 vielleicht. Gerade hier auf dem Rechner noch eine SMS rein, das ist ja auch geil. Aber sowas passiert halt, wenn man live auf Sendung ist. Stimmt's, Roland? Er ist nicht mehr im Flugmodus. Du bist im Flugmodus. Ja, aber auf dem Rechner bin ich. Naja, also. Okay, also. Naja, also es gibt hier eine Vielzahl an Boxen, also unendlich quasi. Und hier sind jetzt noch lauter so 1x12, die eignen sich vielleicht ein bisschen weniger. Eddie vielleicht noch, 2x12. Das sollte man eigentlich aus dem Stegreif richtig spielen können. Naja, also ich scrolle mal wieder zurück.
So, das sind wir wieder bei meiner Box. Mal anhören, wie die jetzt wieder klingt im Vergleich. Also so klingt das Teil einfach so mit der Endstufe. Es gibt jetzt noch eine dritte Möglichkeit. Dazu muss ich jetzt tatsächlich hier aufstehen. Aber ich möchte nochmal in meine schlauen Notizen schauen. Achso, ich habe noch vergessen, meine Gitarre ist auf B gestimmt. Also Standard-Tuning, aber auf B. Mit extra mit ein paar Saiten hingelegt. 11 auf 56 mit einer nicht umwickelten G-Seite, einer 20er. Okay, besetzt alles richtig abgehakt hier. Ach so, ich wollte ja noch die ganzen Möglichkeiten hier erklären, das ist ja das Allerwichtigste. Okay, dazu stecke ich aber einfach jetzt mal. Wie war das nochmal, Roland? Ich muss jetzt einfach die Box hier ausstecken. Ah ne, die Last muss ja hier dran bleiben. So, jetzt macht er hier Kaffeepause vermutlich. Roland, bist du noch da? Nee, du bist noch da. Es hängt ja noch das Torpedo dran. Ja, es hängt noch hinten als Last das Torpedo dran. Also stecke ich einfach nur die Box aus. Genau. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Raum hier mitgehört. Das hat echt bombenmäßig getan. Wie hat es bei dir geklungen, Roland? Super. Ist auch schön. Okay, also jetzt ist hier auch keine Box mehr dran. Höre ich jetzt was? Okay, also, jetzt erkläre ich mal ein bisschen die Features. Also, ich nehme an, ihr schaut jetzt hier drauf auf meinen Screen. Hier ist die Box. Hier sind zwei Mikros, kann man hier immer aussuchen. Ich habe natürlich einen SM57 genommen, wie im wahren Leben auch. Direkt auf die Mitte und so nah ran wie möglich. So steht es hier im Raum übrigens auch dran. Und als zweites Mikro habe ich hier noch einen Ribbon 160, aber nur so ein bisschen mit minus 16 dB dazugedreht. Ein bisschen aus der Mitte draußen, aber auch ohne Abstand. Hier vorne ist noch ein paar, ist noch ein cooles Feature, und zwar ein Noise Gate, besonders wenn man das Teil als Pedal oder ein Pedalboard benutzt, als Speaker Simulator, kann man hier alles Noise Gate einschalten. Und das ist jetzt so tight, dass jetzt fast nichts mehr rauskommt. Da muss ich dem jetzt erstmal sagen, er muss das jetzt hier lernen. Okay, er lernt. Ja. Könnte fast noch ein bisschen tighter sein. Also ein neues Gate ist drin, dann kommt hier noch ein Preamp, den wir natürlich nicht benutzen, weil wir benutzen ja den Preamp vom HT5. Und es gibt noch eine Poweramp-Sektion, die probieren wir gleich noch aus. Wie gesagt, die zwei Mikros hier, Mic A und B, dann kann man ein Preset-Level eben speichern. Das ist natürlich auch nützlich, wenn man jetzt live spielt, damit man es einfach abspeichern kann vorher schon mal, damit nicht zu wenig oder zu viel Pegel rauskommt. Das Level-Out kann man, glaube ich, auch mit Sicherheit auch abspeichern. Und dann gibt es eben danach noch ein paar Features. Ein EQ, den ich hier leicht am Start habe. 3 dB reingedreht bei 120 Hertz, bei 800 minus 3 dB und bei 2 Kilo 2 dB reingedreht. Kann man den Unterschied, wir hören mal den Unterschied, wenn ich ihn ausschalte. Also es ist auf jeden Fall auch echt super nützlich, um das noch ein bisschen so anzupassen. Dann gibt es noch einen Enhancer, den
könnten wir uns vielleicht auch mal Body Thickness Brilliance, habe ich mich nicht so rein vertieft. Das klingt für mich eher immer so nach, ach, was klingt das so? Naja, nicht sympathisch auf jeden Fall, mal sehen. Ja, genau, der macht halt dann noch irgendwas dazu oder sowas, so ein bisschen so eine Magic dazu, die ich eigentlich gar nicht haben will. Aber es gibt hier unten noch einen Reverb, also einen kleinen Hall, und da habe ich gerne ein bisschen größeren Raum, also wenn überhaupt. Und dafür wenig, vielleicht sowas. Das klingt eigentlich ganz gut. Oder Roland, was meinst du? Ja, klingt gut. Kann man machen, oder? Ja. Aber eigentlich habe ich es trocken am liebsten. Deswegen schalte ich den auch gleich mal wieder aus. So, und jetzt kommen wir zum nächsten. Ich schaue so selten in die Kamera, weil ich komme mir hier schon so ein bisschen... bisschen einsam vor. Also, nichts gegen dich, Roland, aber normal bei so einer Klinik sind meistens mehr Menschen da wie hier jetzt. Aber ich spiele ja auch Gitarre, deswegen ist es total interessant. Also so live im Raum, meine ich jetzt. Ja, das ist schön, danke für den Zuspruch. Das hilft. Ja. Das ist schön. Okay, also jetzt kommt die nächste Umsteckaktion. Als erstes mal Standby rein am Amp. Dann den Input raus. Und wir gehen jetzt, wir haben das vorhin schon vorbereitet, aus dem... wir gehen aus dem Send, also direkt aus der Vorstufe. Ich muss jetzt wieder auf 0 dB umschalten, glaube ich. Okay, gehen wir direkt in den Torpedo Cab. Und schauen wir, ob da jetzt was ankommt. Ja, da kommt was an. Das ist jetzt genau das gleiche Signal, das wir gerade hatten. Okay, und jetzt schalten wir den Power Amp an hier. Als erstes nehmen wir ein 6L6. Das powert schon da ein bisschen im unteren Bereich was rein, nochmal im Vergleich. Bisschen mehr Pegel aber auch, oder Roland? Ja, marginal. Also so klingt 6L6 hier, dann hören wir noch EL34, bisschen aggressiver, ja, bisschen englischer. Fast ein bisschen arg, oder? Bisschen zu krachig, finde ich. Aber ich finde es schön, dass es den eigentlichen Amp-Sound nicht so richtig verfärbt eigentlich. Der ist immer noch richtig durchzuhören. So, dann haben wir noch EL84. Ne, das ist für uns auf jeden Fall zu krachig. Und KG88. Also da müssen wir dann wahrscheinlich ein paar Bässe rausnehmen oder so. So vielleicht. Der klingt aber auch ziemlich brutal. In unserem Setup wahrscheinlich nicht so. Also hier hat mir fast 6L6 am besten gefallen. Und dir, Roland?
Ich bin auch bei 6,6. Okay. Also, dann haben wir hier beide Mikros. Wir haben jetzt noch gar keine anderen Mikros angehört. Wir hören mal, ich schalte mal das Ribbon aus und mach mal. Wir haben jetzt nur noch ein Mikro direkt auf der Mitte. Bass 20, Bass 52, nee, Nightfall. Achso, das haben wir bei dem anderen Tutorial immer verwendet. Eigentlich auch ganz geil. Ich baue einfach mal, was gibt's noch? Kondenser sie machen. Es gibt noch Ribbon, das haben wir ja schon benutzt. Also das geht für mich in so einem Setup eigentlich immer nur als Zusatzmikro. Oder Roland? Ja, sonst ist es zu dunkel. Ja. Ribbon 160. Bisschen heller. Dynamic, ein 421er. Das klingt aber ganz schön aggressiv. Das müsste man ein bisschen aus der Mitte da rausfahren. Ja, aber ja, gar nicht mal so schlecht. Okay. Und jetzt sind wir wieder beim 57er. Ich bastel mir jetzt nochmal einen Sound, Roland. Ich nehme nämlich jetzt lieber mal nochmal das Nightfall, das wir da auch genommen hatten, direkt drauf. Und wie ich es in Wirklichkeit machen würde, da noch ein 57er dazu. Ein bisschen dazu drehen und das aber ein bisschen außerhalb und mit ein bisschen Abstand vielleicht auch, oder? Oder lieber kein Abstand? Eigentlich mache ich nie mit Abstand. Lieber ohne Abstand. Lieber mit so ein bisschen aus der Mitte raus. Okay, so klingt's ohne. Jetzt ist nur das, dieses Nightfall-Mikro. Und jetzt schiebe ich mal das 57er dazu. Eigentlich geiler als mein Sound vorher. Ich speichere gleich mal ab. Alex 9. Auf einen neuen Speicherplatz. Sichert und wir vergleichen es mal, oder? Also 9. Das alte Setup. Tja, da gefällt mir allerdings das neue wesentlich besser. Ah, ich hatte aber vergessen, hier gerade noch den Power Amp einzuschalten. Das ist ja unfair. So, das ist jetzt ab. Das neue 9. Ja,
Also, so würde ich es jetzt gerade mal lassen, oder? Das klingt gut. Okay, also, so, jetzt haben wir das gesaved. Könnten das jetzt, dieses Pedal, einfach mitnehmen und damit live so ein Gig spielen? Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Wir haben es ja, tatsächlich vorhin auch schon mal ganz kurz getestet. Und es ist wirklich so, wir haben wirklich festgestellt, eigentlich, wenn man da keinen Spaß dabei hat, mit Boxen, Mikrofonieren und Phasenstress, wenn einem das keinen Spaß macht, macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also da kann man wirklich dieses Teil nehmen und hat direkt einfach einen guten Sound. Also es ist wirklich so. Und wir machen das in Zukunft auch so, oder Roland? Ja. Also, oder mit dem Torpedo. Oder mit dem anderen Torpedo. Genau. Achso, das ist ein Torpedo Cap. Wir haben Torpedo Studio noch gemacht und wie ist der? Live. Torpedo Live. Live, genau. Genau, der ist natürlich auch nur Mono. Also der Torpedo Studio ist Stereo und hat noch ein paar andere Vorteile. Ist aber dafür riesig und schwer. Und der ist echt mini und ist natürlich im Gegensatz dazu limitierter. Aber ist ein praktikables Setup, weil wir benutzen eigentlich auch nie mehr als zwei Mikros an einer Box. So zum Mikrofonieren, wenn wir Gitarre hier aufnehmen. Also mehr brauchen wir eigentlich auch nicht zum glücklich sein. Also nicht viel mehr auf jeden Fall. Okay, also ich würde mal sagen, wir sind hier am Ende angelangt. Ich habe hier noch ein paar Notizen. Und ich komme. Nee, wir scheuen keine Mühen und machen noch nicht Feierabend. Wir spielen noch ein paar so kleine Mini-Playbacks ein. Der Roland programmiert noch schön die Drums. Und damit man so ein paar verschiedene Beispiele hier oder unsere drei Beispiele jetzt hier auch mal im Band-Kontext hören kann und gerade auch im Vergleich zum echten Mikro, das machen wir gleich noch. Ja, Roland? Ja. Steht's Bier schon kalt? Nee, aber der Wein. Der Wein. Der Wein steht kalt. Ja, der Weißwein steht kalt. Ach, der Weißwein steht kalt. Ich habe gedacht, wir trinken Rotwein nachher noch. Ja, aber der Weißwein steht kalt. Ach so, okay. Gut, also, dann möchte ich mich noch bedanken beim Guitar Summit Team, die das hier alles auf die Beine stellen. Das ist echt cool. In so Zeiten wie jetzt gerade, mit so Möglichkeiten, die man da hat, das ist für alle schwer. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und kommt da gut durch. Oder wir alle eben auch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es wieder losgeht und wir uns wieder im wirklichen Leben treffen können. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dann auch live in Mannheim sein kann und freue mich da jetzt schon drauf. So, was steht jetzt hier noch? Nichts mehr. Also, dann hört euch gleich noch die Beispiele an. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich über Anregungen, Wünsche und Tipps. Dann mach's mal gut. Bis dann. Ciao.